Wir befinden uns aktuell bei Kilometer 637 auf der A7, Fahrt Richtung Kassel. Es hat heute kurz vor Mitternacht einen Verkehrsunfall gegeben, in dem ein slowenischer Kleintransporter in das Stauende auf der BAB A7 gefahren ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der 24-jährige Fahrer schwerst verletzt. Über Lebensgefahr können wir aktuell noch keine Auskünfte geben. Hintergrund von dem ganzen Unfall war eine Stauabsicherung bzw. ein Wildunfall, der sich ereignet hat. In diesem Zusammenhang hat eine Streife den Verkehr gebremst, um die eigentliche Gefahr zu beseitigen. Und in diesem Verlauf ist dann, wie gesagt, der Fahrer in das Stauende reingefahren. Aufgefahren ist er in einen Sattelauflieger, in einen sogenannten 40-Tonner, frontal in das Heck. Der Fahrer war eingeklemmt in der Führerkabine. Es hat etwas gedauert, bis er von der Feuerwehr herausgeschnitten werden konnte, war allerdings bei der ganzen Aktion noch ansprechbar. Bis eben, wie Sie sagen, war die Vollsperrung. Aktuell können wir den linken Fahrstreifen freigeben, der ist nicht mehr betroffen, sodass wir auch den aufgebauten Stau relativ zügig abbauen können. Im weiteren Verlauf werden jetzt noch Spuren gesichert, die Fahrzeuge abgeschleppt, um da noch bei Tageslicht eine Spurensicherung durchzuführen. Und dann wird es ein Ermittlungsverfahren geben an die Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit Ausgang noch unbekannt, in welche Richtung es geht.